Begleiten Sie mich mal. Wir müssen was untersuchen. Ist diese Konstruktion von Ihnen erbaut worden? Nicht, dass ich wüsste, mein Herr. Soll ich mir das mal angucken? Ja. Ist das Ihre Handarbeit? Nein, viel zu. Das war ein Pfuscher, mein Herr. Jemand, der nicht vom Fach ist. Eine Verbindung zur anderen Seite. Eine Art Brücke. Ein einzelnes Seil, ist die Brücke eingestürzt? Man könnte dran rüberklettern. Ja, ja, es sieht sehr gefährlich aus. Eine Sicherungsbefestigung würde ich da nicht drüber gehen. Auf jeden Fall stellt es eine Verbindung von der anderen Seite hierher rüber. Aber Rebellenhandschrift ist das nicht. Das hier eher als diese Konstruktion da vorne. Nicht auf der anderen Seite erkennen. Sehen Sie mit Ihrem Blaster Zielrohr etwas? Da drüben ist genauso ein Pfeiler wie hier auf der Seite, wo die Seile festgemacht sind. Sonst erkennen Sie nichts. Das mit mehr Sturmtrupplern zu untersuchen, sobald wir wieder wer sind. Im Auge behalten. Zu Befehl, mein Herr. Boah, fast wäre ich mit dem Raptor abgestürzt. Fällt meine Dastor-Strukturen sind. Das heißt, von da kann man mit irgendwas rechnen. Gefällt mir nicht. Wenn man wohl Maßnahmen ergreifen müsse. Warte noch auf meinem Sturmtruppler, dass meinem Sturmtruppler hat nichts passiert. Andererseits könnten wir auch mit einem Sprengkörper das Ganze beseitigen. Das zu zerstören könnte man natürlich. Pushen ich weiß Sie. Nicht, ob man jetzt rüberfahren oder rüberklettern sollten und gucken, ob da vielleicht noch was ist. Ich möchte Sie ungern aufs Spiel setzen. Ich verstehe. Soll ich es zerstören, mein Herr? Ich werde mit Captain Phasma eine Expedition. Ich halte das, hier Wache. Das eine Seil könnten Sie mal entfernen vor sich. Das untere oder das obere? Das untere. Pfeiler werden wir brauchen. Die Bewegung auf der anderen Seite. Feuer!
Zieht sich zurück. Wir werden mehr Leute brauchen. Kommen Sie. Gehen Sie in Deckung. Captain Phasma. Jawohl, mein Lord. Wir haben Feindkontakt anscheinend. Bei diesen zerstörten Ruinen. Erinnern Sie sich wo? Der zerstörten Brücke? Ja, genau. Kommen Sie dorthin. Soll ich den Schüler mitnehmen, mein Lord? Ist der Schüler zurück? Er ist gerade bei mir, ja, mein Lord. War er in seiner Mission erfolgreich? Waren Sie erfolgreich, Schüler? Mein Herr, ich bräuchte noch Munition. Captain Phasma, es wird auf jeden Fall noch Munition gebraucht. Mein Lord, der Schüler war erfolgreich. Er hat 2 neue Exemplare mitgebracht. Dann darf der Schüler mitkommen. Der Schüler meldet 2 weitere Springer. Kommen Sie mit, wir haben Feindkontakt. Ja, zerstören Sie das untere Seil. Wir brauchen Springer. Ah, oh, nee. Lauftiere. Sobald Schüler und Captain Phasma da sind, gehen wir rüber. Zu Befehl, mein Herr. Die geben uns Feuerschutz und wenn wir drüben sind, kommen sie nach. Captain Phasma bringt ihnen Munition. Da kommt Nachschub. Sturmtruppler brauchen weitere Munition. Ich hab's in die Satteltasche des Raptors gepackt. Mein Schüler, wir gehen schon mal rüber. Captain Phasma folgt. Der Sturmtruppler gibt uns Feuerschutz. Mein Schüler, warte. Der Sturmtruppler muss erst auf Position. Los, du gehst zuerst. Captain Phasma, die folgen mir. Warum beschießen Sie mich? Scheint der Schmuggler zu. Sky! Ich war gerade sehr überrascht, als Sie plötzlich auf mich geschossen haben. Naja, die Entfernung. Für uns waren Sie nur eine Silhouette. Und passen Sie auf, hier vorne ist irgendwo ein Loch in der Brücke. So als kleiner Tipp. Diese Konstruktion Ihnen? Ja, die hatte ich gebaut, um dort rüber zu kommen, weil ich dort drüben eben den Absturz gesehen hatte. Nun, Sie müssten das untere Seil erneuern. Ja, ich hatte eben schon sowas gehört, das ist anscheinend kaputt gegangen. Einen. Gut, wir würden uns dann auch wieder zurückziehen.
Wir dachten, es wäre wieder ein Rebellenlager. Seil. Ja, aber wie Sie sehen, war es keins. Gut, Sturmtruppler, falscher Alarm. Jetzt müssen wir wieder zurückkommen. Sturmtruppler, die eure Endtaten dabei. Warten Sie, ich muss nachsehen. Schau mal, ob ich eine weitere rüber geschossen bekomme. Ich muss kurz schauen, ich habe keine weitere dabei. Ich müsste kurz zu meinem Lager zurück. Warten Sie kurz hier. Nichts anderes übrig. In der Tat. Haben Sie so ein Seil? Nein, mein Lord, ich habe nichts dergleichen. Haben wir Fallschirme? Drei Fragen. Ich habe einen dabei. Nein, leider auch nicht dabei. Bestens ausgestattet! Ich habe zwei Fallschirme, mein Herr. Ich kann sie Ihnen geben. Man kann mitmachen, es ist PvP, aber wir machen da so Storyline draus. Also, es ist nicht so leicht erklärt, ne? Also, wir haben kontrolliertes PvP. Wir spielen da quasi die Imperium-Side und die Admin-Side gibt uns da dann immer so Aufgabe. Ne? Du kannst dich gern meinem Imperium anschließen. Wie du das anstellst, hast du bereits rausgefunden, dass du joinen kannst. Ein weiteres Seil. Wie du joinen kannst, hast du ja schon rausgefunden und ja. Du wirst dann aber auch auf unser TS kommen müssen. Das ist eine Technologie, mein Grüner. Kann man die einfach da drüber schießen? Dann hast du noch Infinity Stats oder irgendwas oder Creative an. Aber kannst du auch anlassen. Ich habe manchmal Selbstgespräche. Ein sehr dubioser Zeitgenosse. Ja, die Geschäfte sind auch immer sehr interessant mit ihm. So, ich wünsche Ihnen viel Spaß. Sturmtruppler. Kennen Sie sich mit der heimischen Tierzucht aus? Mein Zoologe verloren habe und interessiere mich sehr für diese Springer. Ich habe schon wieder zu viel nachgedacht. Was haben Sie gerade gesagt? Sie sich mit dieser Springer-Fortpflanzung auskennen. Da mein Zoologe ja verstorben ist. Weiteren werden wir auch Treibstoff Ähnliches gebrauchen können. Ich werde schauen, was sich machen lässt. Ich bin auch wieder an Schriften interessiert bezüglich Eintauschen für heimische Währung. Ja, da habe ich gerade möglicherweise auch den nächsten Auftrag für Sie. Ich bin gerade ein wenig überfordert. Ich muss vielleicht ein paar Aufträge loswerden. Dann werde ich auf Sie zurückkommen. Wir sehen uns. Macht mit Ihnen sein. Mit Ihnen auch. Das funktioniert so nicht. Wanderkunst. Wir sollten uns das mal genauer ansehen, mein Herr. Vielleicht können wir Teile auch von diesem Schmuggler erwerben.
Des Weiteren tue ich ja immer auf meinem Discord in Kenntnis setze, wann der Server wieder online ist und der Stream läuft. Weil der Server ist nur erreichbar, wenn Stream ist. Das muss ich natürlich auch wissen. Pizza. Ist mein Schüler auch wohlbehalten in der Basis angekommen? Er hat vor mir das Tor durchquert, danach habe ich ihn nicht mehr gesehen. Die Nachtruhe einhalten. Sturmzugler, es ist Zeit für die Nachtruhe. Ich bin dran mit Wache halten, Captain. Okay, dann werde ich mich hinlegen. Sehr gut, er hat es nicht vergessen, dass er Nachtwache hat. Er ist diesmal in einem Turm drin. Ob er mich sieht, weiß ich natürlich nicht. Immer weiter zurück. Was sehe ich in der Uno? Raptor nicht gescheit weggeparkt. Ah. Ob das die Nachtwache sieht, dass du das Tier nicht richtig weggeparkt wird? Ja, Aufgabe der Nachtwache zum Beispiel. Wenn ich hier mitmachen will, ich brauche weitere Sturmtruppler. Bezüglich Tierkunde, also du wärst dann für die Erforschung weiterer Tiere zuständig, die es rauszufinden gilt, ob man sie handzahm machen kann und so und eventuell reiten kann oder ob ein Druide sie reiten muss, weil der Mensch zu schwer ist, bla bla bla. Und um dich hier quasi ins Roleplay reinzubringen, wäre es halt wichtig, dass du dich vorher mal bei der Admins im DS-Blicke loscht. Es wird vieles vereinfacher, am schönsten müssen sie dich auf dem Server abfangen, aber ich denke, du bist jetzt eh erst mal mit dem Modlade beschäftigt. Hi Michi, willkommen im Stream. So, ich lege mich jetzt mal ins Bett, weil es ist gleich Tag. Ich habe ja immer noch keine Kammer. Mal, ob Captain Fasma wieder richtig erwacht. Ja, noch dauert noch. Ja, er hat meine Kammer noch nicht gebaut, ne? Deswegen hat er die Bestrafung gekriegt, 3 Nächte durchzumachen. Und Nachtwache zur Halle. Mal Fahne auf die Türme stellen kann, das wäre natürlich auch interessant zu wissen. Wir haben ja die Base schon mit der Flagge geschützt, bestückt, dass es schöner aussieht und vielleicht haben wir diese Türme auch. Fackel gehen wieder aus. Nachtbericht. Mein Imperator, es war alles ruhig. Sie sind ihrer Aufgabe nicht nachgekommen. Ein freilaufendes Tier von uns. Das nicht im Gehege ist. Das
Soll ich das hingeleiten? Mhm. Ein stärkeres Tier. Es müsste in der Lage sein, sie zu tragen. Nein, auch dieses Tier vermag es nicht, mein Herr. Ich habe aber auch sehr viel dabei. Ich habe ein paar Muskeln zu viel, glaube ich. Mhm. Ich werde versuchen abzunehmen. Nicht an Muskeln, hoffe ich. Captain Phasma. Jawohl, mein Leute, ich bin gleich in der Base. Wir werden eine weitere Konferenzsitzung abhalten. Ich bin sofort da. Natürlich sind mein Schüler und der Architekt in dieser Sitzung erwünscht. Gilt sie in Kenntnis zu setzen, dass wir eine Sitzung abhalten wollen. Schüler, wir haben eine Sitzung. Treffen Sie, finden Sie sich im Konferenzraum ein. Danke. Und dann kommt ihre Haarpracht zurück. Architekt? Ja, das ist mal auch. Ah, wir haben eine Konferenzsitzung. Kommen Sie mit in den Konferenzraum. Den Kunst haben wir vom Schmuggler Karte bereits hier aufgehoben. Habe euch zusammengerufen. Deren Vorgehen lehren. Mein Schüler ist in seiner Mission gleich zwei Springer-Exemplaren zu. Das Schmugglergeschäft hat uns die große Karte beschert, wegen wir jetzt einen besseren Überblick haben über diesen Planeten. Der Architekt, was das nächste? Am Bauplan. Die Mannschaftsunterkünfte wären nach ihrer Unterkunft dran gewesen, mein Herr. Und die Landebahn steht natürlich auch auf dem Plan. Bauen eine Verteidigungsmöglichkeiten, um X-Wings und Co. abzufangen. Verstehe. Auf welcher Technologieebene bewegen wir uns? Ich hoffe doch. Lass mal Geschosse. Verstehe. Du weißt, ich werde einen Sturmtruppler für die Besetzung dieser Waffe benutzen. Captain Phasma, haben Sie schon weitere Leuchtsignale erfassen können? Nein, leider war mir dies nicht möglich. Keine Weile. Naja, die Konstruktion muss ja eh erstmal gebaut werden. Wie weit sind Sie mit der eigenen Plasma-Produktion? Es ist nicht so einfach. Wir brauchen kleinere elektronische Bauteile, um diese Plasma-Waffen herzustellen. Wir haben zwar jetzt die nötige Maschine dazu, aber uns fehlt es an Elektrizität, wofür ebenfalls elektrische Bauteile benötigt werden. Ein Schüler. Und Strom. Du konntest diesen Druiden doch bergen. Nichts gefallen in diese Richtung, wo man verwenden könnte. Etwas Carbonit, wenig Munition und Betäubungsmunition. Mehr auch nicht. Keine elektrischen Teile. Gut. Ja, Mist. Ich werde auch Kontakt zu dem Schmuggler noch weiter. Vielleicht
kann er uns ja Pfeile geben. Vielleicht sollten wir uns auch mit der Beschaffenheit der elektrischen Teile auseinandersetzen und gucken, woraus diese bestehen, dass wir die vielleicht selber herstellen. Die einzelnen Elemente, woraus die Karten hergestellt werden. Von diesem Schmuggler kleinere Menge kaufen, um zu sehen, aus was er sie angefertigt hat. Genau. Gut. Von meiner Seite her ist diese. Habt ihr noch irgendwas, mein Schüler? Nein, Meister. Pass mal. Nein, keine eure weiteren Punkte. Perfekt. Nichts Neues, außer wir brauchen Materialien. Das ja wie gehabt. Gut. Jeder wieder an seiner Arbeit. Ich vergaß. Wir haben hier Wasser erstmal ein bisschen. Ich habe Brunnen aufgestellt, womit wir das Wasser abfangen. Wie kann ich sie entnehmen? Abfahren. Asche anbieten kann. Aber sie haben hier auch die Konstruktionen mit verbaut. Muss dann anders gebaut werden, hier noch ordentlich laufen zu können, gerade mit den Spuren. Ich werde einen besseren Platz dafür finden. Und nochmal überarbeiten. Mein Schüler ist, glaube ich, gerade umgefallen. Hoffentlich leider nicht irgendwo doof im Weg. Okay. Ganz normal hier gelädt. Ja, Pizza, wie sieht's aus? Du schon Motzlad? Du hast gar kein Feedback gegeben. Hast du überhaupt Bock auf so Roleplay? Kram? Muss man ja wolle. Buches PvP ist nämlich hier fehl am Platz. Da Xi zum Beispiel haben wir da hin jetzt, wenn du noch im Stream warst, Konstruktion gefunden hat. Ich hätte so keine wegballere. So, der PvP-Gedanke, feindlicher Tribe, wegballere. Aber das ist ja hier bei uns so gar nicht. Hm? Hat schon mal kurz weggegeben. So, mein Sturmtruppler hat nach weiterem Material gefordert. Schauen wir mal an kilotechnisch, wie es aussieht. Muss man da haben. 86, 30, 84, 31, 83, 80. Okay, wir haben nicht wirkliche Killer dabei. Das ist wohl der Beste. Dann muss ich mit meinem Schüler mal gucken, was der so genommen hat. Ach, Beste. Heiler kennt man fast Männer. Er hat Sky Enner gekauft. Armer.